Willkommen zur Mentalität Paderborn Kalenderwoche 6 im Jahr 2021. Ja, wie immer vorab quasi hier noch die Ergänzung von den Desserts, die es quasi gab. Ja, am Montag kann ich es leider nicht herstellen. Dienstag war es ein Mango Panna Cotta, am Dienstag war es Mousse Schokolade mit Vanillesoße und am Donnerstag, Freitag jeweils eine bayerische Creme mit Mangopüree. Ja, und wie ihr es ja mitbekommen habt, es war ja ein starker Schneesturm am Gange, was natürlich hier alles lahmgelegt hat. Also aktuell ist ja auch zum Beispiel Stand jetzt, wie gesagt, Samstag 0 Uhr, dass hier tatsächlich von den städtischen Bussen der KVG immer noch keine Busse und Straßenbahn fahren, erst im Laufe des Samstages quasi wieder ein Notnetz quasi aufgebaut ist. Also wenn ihr die Folge seht, dürfte das Notnetz schon wieder in Gang sein. Und ja, ich bin mal gespannt. Dadurch ist alles Mögliche ausgefallen. Ich hätte ab Donnerstag theoretisch wieder nach Paderborn fahren können, da ich persönlich damit nicht mehr gerechnet habe, dass ich die Woche überhaupt wieder noch dahin kommen könnte, hatte ich mir am Donnerstag einen Termin gelegt dazwischen und ja, dadurch ist dann der Tag ausgefallen. Am Donnerstag hätte es zum Beispiel laut der Mensa-App dort noch den Lamadschun gegeben, der eigentlich so ein bisschen das Highlight gewesen wäre von der Woche. Ja, aber dadurch ist es dann, wie gesagt, nur bei dem Macaroni-Auflauf am Freitag geblieben. Alles andere ging nicht, da auch die Strecke nach Paderborn, also zumindest gerade der Abschnitt zwischen Altenbeken und Paderborn, der halt sehr stark zugeschneit war, ging halt nichts. Und das war das Problem. Und selbst die Notlösung, ja, löste zur eigenen Unsinn-Mensa. Das Problem ist, ich müsste von meinem Wohnort bis zur Zentralmensa rund 4 Kilometer laufen. Obwohl, ich weiß nicht, ob 4 Kilometer reichen. Und ja, und das dann bei Schnee und Klette muss ich mir nicht zumuten, wenn es jetzt ein Sommertag gewesen wäre. Ne? Und dann hieß es ja, die KVG hier streikt halt jetzt mit irgendwelchen Bussen. Dann hätte ich gesagt, ja okay, dann. Ne, es ist Sommer, es ist warm, dann kannst du auch mal 4 Kilometer hin und zurück laufen, kein Ding. Ne, allerdings nicht bei diesem Wetter. Das sollte, denke ich mal, jedem klar sein, dass man da ein bisschen auch auf sich selbst achten muss und es dann halt eben nicht geht, weil ich möchte, habe keinen Bock, dass ich mich hier noch krank im Bett mit einer dicken Erkältung liege oder dass ich mir irgendwas breche, weil ich hingestürzt bin oder so. Deswegen ist es wichtiger, dann es zu lassen. Aber trotzdem stelle ich natürlich den Macaroni-Auflauf euch jetzt noch vor und dann schauen wir mal auf die nächste Woche, die hoffentlich dann wieder mit 5 Gerichten bestückt ist aus Paderborn. Ja, der Macaroni-Auflauf mit Ratatouille-Gemüse. Freitag, 12.02.2021, 2,90 €. Genau, wurde auch noch erhöht der Preis, also von ursprünglich 1,90 € auf 2,90 €. Finde ich eigentlich schon ein bisschen frech, dass man da jetzt einfach den Preis mal erhöht. Also wir hatten es auch mal gehabt, dass es gesenkt worden ist um 1 €. Jetzt könnte man sagen, okay, hat sich ja ausgeglichen. Ne? Nur ich finde es mir schwierig, wenn man ein Gericht nachträglich erhöht. Wenn man es nachträglich senkt, ist ja kein Ding. Ne? Aber wenn man es erhöht, finde ich ein bisschen frech dann. Genau, weil man kann, es kann ja auch sein, dass man halt kalkuliert hat, okay, es kostet 1,90 €, so viel kalkuliere ich. Und ja, dann muss ich plötzlich 1 € mehr zahlen, habe vielleicht so viel Geld gar nicht auf der Karte. Also kann ja auch sein. Also wenn es ja jetzt angenommen 2,90 € gießen hat und dann kostet plötzlich nur 1,90 €, denn ja, ist scheißegal, ne? Aber bei einer Erhöhung ist es ein bisschen schwierig. Genau, ich habe das Gericht quasi jetzt auch nicht mehr vegan gemacht, da es ursprünglich vegan war. Genau, weil, genau, man wurde halt gefragt, ob man hier Mozzarella drauf haben will. Ne? Hab
habe ich gesagt einfach ja, weil, wie gesagt, ich mag Käse und deswegen, genau, ist das Ganze nicht mehr vegetarisch, sondern nur noch Veggie. Genau, deswegen habe ich auch schnell den Hashtag umgeändert von vegan auf Veggie, weil ich mache das halt immer so, ich bereite quasi die ganzen Dinger in so ein Word-Dokument vor, auch mit den Hashtags. Und das kopiere ich dann, wandle ich dann ein PDF-Dokument um, lade das auf mein Handy und darauf ziehe ich es dann auf Instagram dann drauf, weil bis ich das mit meinen Wurstfingern reingetippt habe, da dauert das schon mal 10 Minuten. Und deswegen ist es schneller so. Ich musste halt nur den 1,90 € mit der 2 umändern, aber das ging halt. Genau, kommen wir mal hier zu dem Gericht. Sehr leckeres Ratatouille. Gemüse, es war auch teilweise sehr großzügig und üppige Zucchini-Stücke. Hier teilweise mit bei, sieht man jetzt durch den Mozzarella-Käse leider nicht so gut. Ne? Aber das, gerade das Ratatouille-Gemüse ist sehr schön bissfest, sehr lecker. Die Penne-Nudeln, es war eigentlich eher ein Penne-Auflauf als Macaroni-Auflauf. Wie gesagt, ich kenne mich ja mit Nudeln nicht so gut aus. Aber die sind teilweise sehr knusprig geworden. Man sieht es ja hier, weil viele sagen, oh Gott, ist ja schon angebrannt, ist ja schwarz. Aber ich finde es in Ordnung. Ja, aber wie gesagt, das ist so eine persönliche Meinung, dass man sagen kann, ist es für mich noch so in Ordnung. Wo ich sagen kann, schön knusprig da noch und alles in Ordnung. Na klar, manche andere würden jetzt sagen, nee, muss ich nicht haben, ne? Aber das ist ja immer so dieses Prinzip, ne? Es gibt Leute, die ja sagen, nee, das ist nicht in Ordnung, ziehe ich ab, also gibt nur ein 7 von 10 oder so oder ein 6 von 10, je nachdem, ne? Aber ich fand es halt so in Ordnung, deswegen 8 von 10. Genau, das ist das Gericht und dann gehen wir in die nächste Woche. Also eine Platzierung macht halt keinen Sinn bei einem Gericht, das ist ganz klar. Also ich vergib auch keinen ersten Platz dafür, also wäre ein bisschen seltsam. Das ist der Plan für die nächste Woche und ich komme dann mal wieder hier mit meinem Stift. Und am Montag gibt es gleich meine Lieblingssuppe und deswegen ich drohe nur dem Wetter an, wenn ich am Montag nicht, Montag und Dienstag vor allen Dingen, ne, wenn ich gerade die beiden Tage nicht nach Paderborn komme, ich gnade euch sonst was an. Genau, es gibt am Montag meine Lieblingssuppe, nämlich eine Käselauchsuppe. Diesmal endlich so auch vegetarisch. Also die Suppe gibt es auch zum gleichen Preis für 1,90 €, nur auch mit Schweinehackfleisch mit drinne, worauf ich allerdings verzichten werde. Am Dienstag gibt es die Gemüselasagne mit Käse. Ich hoffe, die wird so gut wie damals aus dem Bistro Hotspot. Wir hatten es ja mehrfach verpasst gehabt, diese Gemüselasagne, deswegen hoffen wir mal, dass diesmal endlich klappt. Am Donnerstag haben wir die grüne Erbsensuppe mit Gemüse, ne, kann ja auch mal nicht schaden. Und am Freitag natürlich ohne Tomatensauce gibt es einfach ein paar Kartoffelnocki. Ja, trocken, ist zwar blöd, aber irgendwie hat sich ja Paderborn ist drauf, dauernd alles mit Tomaten zu bestücken. Ja. Sieht man auch gut hier am Schnitzel, wobei natürlich ein Hähnchenschnitzel Milanese ist nun mal Tomaten, das ist ganz klar, vor allem mit Reis kombiniert, ne? Muss ich ja nicht zu so sagen, eine Schnitzel mit Reis kombiniert, ne? Völlig absurd, mich wundert, dass es diesmal zwei Fischgerichte gibt, genau, und das finde ich halt auch teilweise sowas von absurd, warum man Fischgerichte einbauen muss, das ist mir. Also Fischgericht ist für mich wirklich an allerletzter Stelle der Ernährungskette, wo man es jetzt gerade in so einer Zeit überhaupt nicht gebrauchen kann, dass man Fischgericht anbietet. Aber das ist auch teilweise hier so, auch teilweise auch traditionell natürlich wieder am Freitag. Ich finde, es ist wichtiger, ein Fleischgericht anzubieten und nicht ein Fischgericht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also klar, das Wichtigste ist ein vegetarisches Gericht. Vielmehr noch besser ein veganes, ne, aber so heilt jetzt nicht. So, hier haben wir ein Souvlaki-Spieß vom Schwein, so ein griechischer Spieß ist das noch. Genau, und mit Mittwoch bin ich mir halt unschlüssig. Also klar, das würde in Frage kommen, knusprige Tofu-Nuggets mit natürlich ohne Ketchup und Süßkartoffelchoris.
würde in Frage kommen, zur Not. Ich habe jetzt, eigentlich müsste ich das hier in Klammern setzen. Das Problem hierbei ist, ich weiß nicht, ob es wirklich, genau, ob dieses Gericht vegetarisch ist. Also, weil es steht da nur Cannelloni, Ricotta, Spinat mit Pilzsoße. Ich habe mir auch dieses Bild angeschaut. Ich habe mir sogar dieses Bild 300% vergrößern lassen. Ich weiß halt nicht. Also normalerweise würde man davon ausgehen, dass hier ja irgendwo Fleisch drin stecken müsste. Möglicherweise Schweinehackfleisch. Aber ich weiß nicht. Also man kann es weder an den Inhaltsstoffen festmachen. Man sieht es nicht auf dem Bild, ob da irgendwie Hackfleisch drin ist. Genau, also deswegen, das verwirrt mich halt. Also klar, wenn man jetzt nach Cannelloni googelt, findet man natürlich auch das Zitat zum Beispiel auf Wikipedia oder so, dass ja Cannelloni in der Regel mit Ricotta, Spinat und Hackfleisch mit diesen drei Komponenten gefüllt sind. Genau, das Problem ist, hier steht nur Ricotta, Spinat. Es steht nichts von Hackfleisch. Genau, und das ist halt die Frage, wo man halt jetzt nicht weiß, ist da auch mit Hackfleisch mit bei oder sind das halt vegetarisch gefüllte Cannellonis? Kann ja auch sein. Also, ne, wie gesagt, wie ich eben gerade gesagt habe, klassische Cannelloni sind mit Ricotta, Spinat und Hackfleisch gefüllt. Klar, es gibt natürlich dann auch vegetarische Cannellonis, da ist dann natürlich kein Hackfleisch drin, da ist dann nur noch Ricotta und Spinat drin, vielleicht gegebenenfalls statt Hackfleisch auch Tofu. Genau, oder eben nichts. Ne, aber es steht halt nichts dabei, ob da wirklich Hackfleisch drin ist oder nicht. Das ist das Problem. Und von der Cafete wird leider nicht so ein Speiseplan erstellt, weil spätestens dann könnte man an der Markierung erkennen, ob da, wenn da hier ein S stehen würde, dann ist klar, aber so weiß ich nicht. Also tendenziell eher das Gericht. Wenn allerdings rauskommt, dass da Schweinehackfleisch drin ist, dann geht das auf die Tofu Nuggets. Ne, also das halt nur zur Erklärung, aber wie gesagt, sonst ist hier alles abgedeckt. Genau, wir haben genau im Prinzip hier fünf Gerichte, nur halt hier zweimal halt ohne ja, das Tomaten-Topping, genau, es ist so tomatenlastig hier alles. Genau, das Gericht wird dann natürlich auch noch in Frage kommen, natürlich auch wieder ohne Tomatensoße. Genau, auch wenn mich das mit Reis befremdet ohne Ende. Genau, aber theoretisch hätten wir hier sechs Gerichte, beziehungsweise gegebenenfalls ein siebtes, wo man halt nicht weiß, wie es ist. Genau, und ja, sonst sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Ich blende auch mal gerade hier noch den Speiseplan der Zentralmesse hier aus Kassel ein. Das ist die Originalansicht diesmal. Deswegen habe ich auch hier das Copyright-Zeichen gemacht, bevor man mir an meckert hier, warum ich das Original hier einblende, ohne irgendwelche Rechte, deswegen hier das Copyright-Zeichen. Ja, und finde mal wieder hier den Fehler, ne? Hier, schaut mal. Ne? Klassisches Chili con Carne. Ja, klassisches Chili con Carne, ne? Ich mal ein bisschen. So, genau, und dann dürfte, denke ich mal, meine Botschaft, also es ist ein Fragezeichen, erkennt man noch nicht, das ist ein R mit einem Ausrufezeichen. Ja, ich denke mal, es sollte klar sein, ne? Also, ne, klassisch Chili con Carne, wenn ich ein klassisch Chili con Carne esse, ist da Rindfleisch drin und nicht Schwein. Also, ja, ich weiß, das ist hier bei uns hier im Studierenwerk echt eine sehr fragwürdige Darstellung, was die an Chili con Carne denken. Ja, das ist dann so das deutsche Chili con Carne mit Schwein. Ne? Ne, aber wenn ich ein klassisches Chili con Carne bestelle oder haben will, ist da Rindfleisch drin und nicht Schweinehackfleisch. Also ja, es ist völlig abwegig. Ne? Aber ja, also wenn ich mir das hier auch wieder anschaue, ja, es ist
Genau, also gerade Freitag, den kann man immer eine Pfeife rauchen hier mittlerweile in Kassel, ne, weil wie gesagt, Fisch ist einfach unnötig, ne, das ist ganz klar. Genau, und vegetarisch gibt es dann nur so eine blödes, wieder nur so einen blöden Eintopf. Na gut, wir essen auch ansonsten ein paar Paderborn Erbseneintopf, aber ja, es ist völlig abwegig. Ne? Also wenn ich mir hier so die Gerichte anschaue, da hat Paderborn tausendmal bessere Auswahl. Muss ich ganz klar sagen. Interessant ist, dass hier die Spalte mit dem Angebot des Tages raus ist. Also scheinbar gibt es wirklich nur noch die zwei Gerichte und ja, kein Extra mehr. Also Paderborn macht teilweise wohl wirklich Extras. Wobei das Extra ist dann meistens irgendein Gericht, was vom Vortag übrig geblieben ist. Wobei das macht die Zentrale, glaube ich, auch, wenn da irgendwas übrig geblieben ist dann und man kann das am nächsten Tag noch wieder verwenden, dann wird das als extra noch angeboten. Ist ja auch wichtig, ne, bevor es weggeschmissen wird. Genau, damit hätten wir Zusammenfassung für die nächste Woche und wehe, wehe, das Wetter macht uns wieder einen Strich durch die Rechnung, gerade am Montag und Dienstag. Das wird natürlich interessant, ob das Montag oder das Dienstagsgericht den Platz 1 einfährt. Das also sind ja so die beiden Kandidaten, die sich jetzt um den ersten Platz kloppen können, ne? Während die anderen drei Gerichte sich um Platz 3, 4 und 5 kloppen können. Ne? Also, ja, ich vermute mal, ja, wenn ich jetzt einen Prognose abgebe, na gut, hier sind es nur Gnocchis, also genau könnte, also die Cannelloni ist wahrscheinlich den dritten Platz belegen. Gnocchis wahrscheinlich, weil es einfach trockene Gnocchis sind, wahrscheinlich der fünfte Platz. Die Suppe dann noch einen vierten, aber nur deshalb, weil bei den Kartoffeln Nokic wahrscheinlich die Soße fehlt. Ne? Deswegen das 5, 4, 3 wahrscheinlich. Aber hier ist es schwierig. Also klar, hier könnte man auch wieder sagen, ja, du sagst ja Max, nicht sonderlich super, aber hier sprechen wir ja von meiner Lieblingssuppe, deswegen und meiner Lieblingslasagne, wofür ja Paderborn bekannt ist, deswegen kann das hier richtig schwierig werden. Also enttäuscht mich nicht. Na, so sieht es dann nächste Woche aus. Es wird lecker, richtig schön lecker, vor allem die ersten beiden Tage. Und dann hoffen wir mal, dass der Wettergott oder die Wettergöttin uns gnädig ist und uns keine vereisten Gleise bereitet, sondern freie Fahrt nach Paderborn. Und dann sehen wir uns nächste Woche dann hoffentlich wieder in gewohnter Form mit 5 Gerichten wieder. Und ja, wer unbedingt ein Format sehen will mit 5 Gerichten oder 5 Sachen, ne, es gab gestern um die gleiche Uhrzeit die 6. Ausgabe vom anderen Format, vom Produkttest Kassel, wo ich 5 Dinge aus Too Good To Go getestet habe, mal wieder mit 3-mal Backwaren, einmal eine Weihnachtstüte und einmal Obst und Gemüse mit bei. Ne, könnt ihr auch gerne mal reinschauen und dann, wie gesagt, spätestens nächste Woche, wie immer Sonntag 15 Uhr zum Mensaclick, Boni, Kassel, Paderborn und vielmehr Paderborn ja aktuell nur. Und bis dahin und ciao.